Also die Schulmaterial kann man in Duisburg, gibt es aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, dass viele Lehrer in Gesprächen uns gesagt haben, dass Kinder auffallen durch fehlendes Schulmaterial, durch unvollständiges Material. Und wir wollen einfach damit gerade Kindern aus Familien, die es finanziell schwer haben, unter die Arme greifen und diese Familien entlasten, was die Schulmaterialien angeht. Also hier im Duisburger Westen haben wir im letzten Jahr um die 800 Kinder mit Schulmaterialien versorgen können. Ja, und das ist eine steigende Tendenz. Also von Jahr zu Jahr kommen mehr. Das liegt zum einen daran, dass natürlich das Angebot bekannter wird, zum anderen aber eben auch wohl daran, dass die Not immer größer wird. Also bei uns kann Schulmaterial bekommen, wer zum einen Arbeitslosengeld 2 bekommt oder Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhält. Das sind so die drei Faktoren, die wir anhand der Bescheinigung prüfen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Schulen, dass sie direkt einen Gutschein ausstellen können. Das heißt, die Lehrer haben Zugriff auf einen Gutschein, auch die Beratungsstellen der Caritas oder der Diakonie hier vor Ort. Die Schulmaterialkammer wird allein aus Spenden finanziert. Wir brauchen im Jahr ungefähr 11.000 bis 12.000 Euro an Spenden und wir kaufen von diesem Geld halt neuwertiges Material ein, denn wir geben nichts Gebrauchtes heraus, sondern nur neuwertige, qualitativ hochwertige Materialien. Ja,